Willst du wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält? Die Geheimnisse des Universums? Die Grundlagen des Lebens? Die Bausteine aller Materie? Unsichtbare Kräfte? Faszinierende Reaktionen? Diese Welt ist das Chemiestudium an der Universität Bern. Also Chemie studieren ist Moleküle verstehen. Wissenschaft ist eigentlich immer für die ganze Menschheit und ist eigentlich immer international. Bei der Chemie hat mir eben sehr gefallen, dass man mit relativ wenig Lehre sehr viel kann verstehen kann. Den zugeordnet werden muss einmal R und einmal S. Wir sind besonders stolz hier in Bern, dass wir schon ganz früh einen persönlichen Kontakt haben zwischen der Professorenschaft und den Studierenden. Eine sehr persönliche Ausbildung auch anbieten können. Vom Aufwand her ist es schon mehr als ein Beginner, aber es macht viel mehr Spass. So, you know how they look. There's the noise, 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 and there's signals, there's noise, noise, noise. Zum Beispiel eine Party im Bierhüppeli, was sich Ibuprofeten nennt. Wenn man gerne ins Labor geht. Ja, ich würde schon sagen, es ist schon recht familiär. Bern ist ein Lugar super bonito, ist multikultural. Ganz nett, ganz nett, ganz nett. Sehr schön. Als Einzelforscher, als Einzelstudent hat man den Eindruck, man macht nur ein ganz kleines Stück, aber Science has a lot of standing on other shoulders. Das Neuland erkunden, das ist etwas, was wir in unserer Forschung eigentlich tagtäglich machen. Was wir auch recht häufig am DCBP haben, ist die interdisziplinäre Forschungsgruppe. Zum Beispiel die Gruppe, in der ich drin bin, ist Richtung Biochemie und organische Chemie. Was so recht spannend kann sein für Studierende, die sich nicht nur in eine Richtung fokussieren wollen. Genau, eine Forschungsgruppe ist wie eine Gruppe, die von einem Professor oder einer Professorin geführt wird. Und man forscht in dieser Forschungsgruppe auf einem gewissen Fachgebiet, sei das organische Chemie, inorganische Chemie, physikalische Chemie. Die Chemie ist wirklich die Wissenschaft, die in der Mitte kommt zwischen der Physik und der Biologie. Und da kann man wirklich in alle Richtungen gehen, nur die Moleküle anschauen, Moleküle herstellen, aber auch sehr tief in die Grundlagenforschung gehen, verstehen, wie Prozesse funktionieren. Oder auf der anderen Seite in die Biochemie gehen und die ganze Chemie, die eben biologierelevant ist. Also in Bern Chemie studieren ist das perfekte Umfeld, weil wir integriert sind mit dem Inselspital, mit der Biologie und wir arbeiten interdisziplinär. Selber Ideen entwickeln und die realisieren, dass wir mit unserer Umwelt besser umgehen können, dass man plötzlich herausfinden kann, wie man CO2 umwandelt, wie man neue Energiespeicher entwickeln kann, wie man einfachere Wege entwickeln kann, für zum Beispiel pharmazeutische Produkte herzustellen. Viele Kollaborationen in den USA, in England, in Deutschland, selbst in Australien und können in so einem direkten Feedback-Loop die Eigenschaften von diesen Molekülen messen und denen dann sagen, ja, macht euer Molekül ein bisschen anders, dann ist es eine bessere Solarzelle. The dark violet and the light violet curves are not overlapping. It means that there is a degradation. J'ai fait mon bachelor à Fribourg et j'ai décidé de venir ici pour mon master. Soy de México, estudié la maestría aquí, entonces después se dio la oportunidad de continuar con el doctorado. I wanted actually, to say that one, yes, that one is the best part. En verano es como que hace mucho calor, necesito refrescarme y te sales y te vas al aire, entonces creo que esa es mi parte favorita. La descente de l'air, donc c'est vraiment le truc à pas louper à Bern. Ich habe das Studium relativ streng erwartet, weshalb ich auch vor dem ersten Tag ein bisschen Angst hatte, aber im Nachhinein muss ich sagen, es ist alles super gelaufen. Und also Chemie studieren ist schon eine, wie würde ich sagen, es ändert sein eigenes Leben, weil man dann die Welt anders versteht.